Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr mal wieder sehen könnt, bin ich nicht in gewohnter Umgebung, sondern im Douglas wieder in München. Heute drehen wir nämlich dort eine ganz besondere Live-Haul-Challenge. Ihr habt mir in Instagram Aufgaben gestellt und eine bestimmte Zeit. Das heißt, ich suche jetzt Produkte in der Zeit, die ihr mir vorgegeben habt. Und wenn ich das schaffe, darf ich das Produkt behalten. Und wenn ich das nicht schaffe, darf ich es nicht behalten. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie das Ganze wird. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Das mega coole hierbei ist mal wieder, dass wir einen 500-Euro-Gutschein bekommen haben von Douglas. Vielen Dank nochmal dafür. Und das allerbeste ist, dass das Ganze auch nochmal an euch geht. Das heißt, einer von euch kann am Ende einen 500-Euro-Douglas-Einkauf hier gewinnen. Lukas steht im Hintergrund und wird die Zeit stoppen. Und die erste Frage kommt von Baby Girl und sie hat geschrieben: Kaufe ganz hinten rechts im Eck das Produkt, das die schönste Farbe hat, in 40 Sekunden. Ich habe mich jetzt in die Mitte vom Douglas gestellt, dass es immer so ein bisschen gerecht ist. Und ganz hinten rechts im Eck wäre einmal da und 40 Sekunden, die Zeit läuft. Okay. 40 Sekunden. Ganz hinten rechts. Okay, dann sind wir bei Estee Lauder. Schaut, wie viel Zeit habe ich noch? Noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Die schönste Farbe. Die schönste Farbe ist rot. Ich nehme einen Lippenstift. Und zwar diesen hier. Envy 340 von Estee Lauder. Eine Aufgabe von meiner lieben Coccolino. Sie hat geschrieben: Finde die Brazilian Bum Bum Cream von Sol de Janeiro in 40 Sekunden. Los geht's! 3, 2, 1, los. Ich habe die vorhin schon gesehen, muss ich zugeben, und weiß, wo sie steht. So, und wenn die wirklich funktioniert, Leute, dann ist es richtig cool. Das ist diese hier und ich glaube, die ist gegen Zellulite. Nächste Frage von Hermine Gwendoline. Suche in 30 Sekunden einen alltagstauglichen MAC-Lippenstift. 30 Sekunden. Läuft? Okay. 30 Sekunden ist nicht lang. Vielleicht ist da ganz hinten. Schaut, wie viel Zeit? 15 Sekunden. Warte mal, wo sind denn hier diese ganzen Nudeltöne? Der hier, ich nehme den hier. Oh, Fox. Ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Ja, der ist doch cool. Okay, Helena Wilhelm hat geschrieben, in 7 Sekunden etwas von der Douglas Eigenmarke. 7 Sekunden. Bist du bereit, Ara? Ja. Okay. Nein! Scheiße! Oh Mann, man weiß, wo die Sachen stehen, aber 7 Sekunden ist echt hart. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Life is Joy schreibt, finde den rotesten Lippenstift von Chanel in 28 Sekunden. Viel Spaß. Dankeschön. 1, 2, 1. Ich muss erst mal gucken, wo ist Chanel. Ja, 2, 3. Aber hinten. Okay. Rotesten Lippenstift. Wie viel Zeit? Noch 20 Sekunden. Das ist ein richtiger. Warte mal. Da sind Lippenstifte, da sind Lippenstifte. Ich glaube, ich nehme 10, 9. Ich nehme den da. Diesen hier, weil das ein richtig schöner, satter Rotton ist. Sehr cool. Den Namen kann ich nicht entziffern. Schreibt, suche in 20 Sekunden die Anastasia Beverly Hills Powder Contour Kit. 20 Sekunden. Ich glaube, das steht am ganz anderen Ende von dir. Okay, Schatz, 20 Sekunden. 3, 2, 1, los. Okay. Hier habe ich geschafft? Geschafft! Das ist ja ein richtig gehyptes Produkt. Ich persönlich kenne das noch nicht und bin sehr gespannt, ob das wirklich so gehypt ist, wie alle sagen. Gehe zum Urban Decay Stand und suche in 21 Sekunden das teuerste und das billigste Produkt. Viel Spaß! Dankeschön, Luca, Zeit. Teuerste und billigste, okay. Das ist das billigste. Also die Paletten sind schon mal nicht das billigste. Ich suche erstmal das günstigste. Lip Love 10 für. Das 10 Sekunden. Glaube ich, geht gar nicht günstiger. Dann nehme ich einmal hier. Und ich weiß, dass diese Palette 54,
54 Euro. Yes. Okay, jetzt muss ich einmal kontrollieren. Ich habe jetzt diese Palette hier, Moon Dust von Urban Decay. Die kostet 55 Euro, also 54,99. Und das günstigste, da habe ich mitgenommen, das hier, diese Lip Love. Aber ich glaube, das war auch ganz gut. Sogar der Concealer ist teurer. Die Lip Liner sind auch teurer. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert. Ja, sieht gut aus. Melike schreibt, kaufe einen passenden Lippenstift von MAC für Tomorrowland. Oh, Tomorrowland. In 15 Sekunden. Luca? 3, 2, 1. Okay. 15 Sekunden. Passender Lippenstift für Tomorrowland. Das ist natürlich eine ganz aufgefallene Farbe. Himmelblau. Ich nehme diesen hier. Geil, oder? Blau. Das ist die Farbe Designer Blue in dem Finish Frost. Blau. Dann seht ihr mich auch schon mal mit diesem Lippenstift. Ladyline1236 schreibt, suche in 29 Sekunden den besten Zu-Eva-Pinsel. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb, meine Süße. Dann gehen wir jetzt mal zu Zu-Eva und ich suche mal die Lieblingspinsel. Schatz, 29 Sekunden. 1, 2, 1. Let's go. Und Zu-Eva ist bald. Warte, war Zu-Eva nicht hier? Doch, hier ist Zu-Eva. Mein Lieblingspinsel ist dieser hier. Damit mache ich meinen Bronzer und der ist wirklich ideal. Das ist der 101 Luxe Face Definer Powder Brush. Der ist richtig cool und damit trage ich, wie gesagt, meinen Bronzer immer auf. Die liebe Hermine Gwendoline schreibt, suche innerhalb von 5 Minuten im ganzen Douglas ein komplettes Make-up zusammen. Und 5 Minuten, seien wir mal ehrlich, das ist schon ein bisschen lang. Ich glaube, das würde ich auf alle Fälle schaffen. Und um die ganze Sache ein bisschen schwieriger zu gestalten, verkürze ich das Ganze um 2,5 Minuten. Also ich habe bis 2,5 Minuten Zeit, muss ein komplettes Make-up zusammensuchen und jedes Produkt muss von einer anderen Marke sein. Bin gespannt, ob ich das schaffe. Du darfst schon mal anfangen, die Zeit zu stellen. 3, 2. Warte, wo fange ich denn an? Los. Also, das erste Ding, dann nehme ich eine Foundation, schon mal von MAC. Warte mal, Foundation. Ich muss gucken, ich glaube, NC25 passt. Ich tue die jetzt einfach mal hier so rein. Danach, warte mal, Primer haben wir total vergessen. Ja, wir haben bald gerne. Zeit läuft. Nehme ich den Primer von Benefit, dann Concealer, Essence. Wo ist denn der Concealer hier? Concealer. Von Essence, dein Ernst? Oh Gott, und alles von einer anderen Marke. Art Deco Puder. Puder, wo ist denn hier ein Puder? Ja. Teil Compact Powder. Was brauchen wir dann? Bronzer. Scheiße, muss ja von einer anderen Marke sein. Biu. Brauchen wir einen Bronzing Puder. Und zwar nehme ich da nichts von Biu. Wie Zeit habe ich noch? Ja, toll. Das ist echt schwer. Golden Light, da muss ich das irgendwie aufnehmen. Das ist ein Compact Powder. Ich glaube, ich nehme einfach ein dunkleres Puder. Ich nehme das hier. Da ist schon Blush und Bronzer und Highlighter drinnen. Ups. Okay, alles klar. Augenbrauen. Scheiße, von Benefit habe ich jetzt schon was. Augenbrauen, Anastasia, da bin ich jetzt Augenbrauen, oder? 10. Dein Ernst? Oh, Luca. Dark Brown. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Die Grundierung haben wir geschafft. So, ich zeige jetzt nochmal schnell, was ich gekauft habe. Und zwar einmal der kleine Professional von Benefit. Dann eine Foundation von MAC und zwar die Pro Longwear Foundation. Dann von Art Deco ein transparentes Puder, ein Setting Powder.
Dann von der Marke Isadora einen Face Sculptor. Da sind ein Bronzer, ein Blush und ein Highlighter schon mit drinnen. Kenne ich gar nicht die Marke. Und dann habe ich noch von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz in der Farbe Dark Brown. Gott sei Dank wusste ich meine Augenbrauenfarbe. Genau, das sind die Produkte, die ich jetzt mitgenommen habe. War doch ein bisschen kurz, 2,5 Minuten, aber ja. Die Helena schreibt, in 7 Sekunden ein pinkes Produkt. Luca? 3, 2, 1. Und ich mache es mir jetzt gar nicht so schwer. Hier sind wir bei der Douglas Alden Marke, an der ich vorhin schön vorbeigerannt bin. Und ich nehme diese Marke da. 27.12x schreibt, erstelle deine eigene Pflegeroutine, kaufe also 4 Produkte zum Pflegen, die aber alle eine andere Marke haben müssen. Du hast aber nur 1 Minute und 30 Sekunden Zeit. Viel Spaß. 3, 2, 1. So. Pflege, 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 hier ist Schminke, hier sind Wimpern, Haarpflege, Masken, Masken, warte mal. Masken, 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 dann nehme ich mit, nee, das sind Lippenprodukte, ich nehme mit, was ist das? Hydration, California, ja, das nehme ich mit, sieht cool aus, kenne ich noch nicht. Eine Minute. Da ist noch eine Maske, diese Maske hier und dann gehen wir jetzt noch mal hier rüber zu Douglas. Pflege, auch Körper pflegen und dann nehme ich mal diesen Duschschaum hier. Und noch 10 Sekunden. Oh je, ich glaube das war's, ne? Hier ist wieder auch Douglas, da hinten sitzen. Lippenpflege. Nein. Lippenpflege, EOS. Wie viele Produkte waren das jetzt? 1, 2, 4! 4 Produkte und zwar einmal von Dr. Chart diese Maske hier, dann von Glam Glow das hier, Daily Clearing Cleanser, dann von der Douglas Eigenmarke ein Bodyschaum und von EOS 2 Lip Balms. So ihr Lieben, das war die Life Haul Douglas Challenge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich muss sagen, ich hatte schon manchmal wirklich einen Struggle bei manchen Aufgaben, weil die Zeit einfach ziemlich kurz war. Aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank an Douglas, die das schon wieder ermöglicht haben und uns hierfür auch Budget zum Shoppen gehen gegeben haben. Diesen kompletten Douglas-Einkauf kann jetzt auch einer von euch gewinnen. Das Einzige, was du hierfür tun musst, ist Abonnent meines Kanals zu sein, einen Kommentar in die Kommentare schreiben und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und dann nimmst du schon daran teil. Aber du kannst auch gerne nochmal in die Infobox gucken für weitere Informationen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Douglas für den Shopping-Live-Haul-Einkauf und dass ich auch wieder hier drehen durfte in München. Und bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Ciao!